Ein fröhliches, wenn auch ein leicht ängstliches Hallo zu unserer heutigen Sendung Volltreffer. Die Sonne scheint, ja, es ist kalt und der Herbst liegt in seinen letzten Zügen. Dennoch, wer heute in seinen Kalender geschaut hat, hat bestimmt gesehen, dass heute Volkstrauertag ist. Für alle diejenigen, die nicht wissen, was Volkstrauertag ist, das ist der Tag, an dem man an die Opfer der beiden Weltkriege und an den des Nationalsozialismus denkt. Was mit Trauer einhergeht, ist meistens ja die Angst. Man hat Angst davor, vor dem Krieg, man hat Angst davor, vor dem Tod, man hat Angst vor den Veränderungen im Leben und man hat Angst, vielleicht auch vor dieser Kamera zu stehen und da hineinzusprechen. Wir haben uns dem Thema angenommen, weil es uns sowas von inspiriert haben und haben zwei Experten dazu eingeladen. Zum einen Dr. Andreas Ströhle von der Angstambulanz der Charité in Berlin und er ist der Mann auf dem Gebiet. Er hat neben zahlreichen Publikationen studiert und hat promoviert. Mit meinem jetzigen Abi Durchschnitt wird es wahrscheinlich eher nichts mit der Medizinlaufbahn, aber meinen tiefsten Respekt davor. Der andere ist Andreas Marschall. Er ist deutscher Zeichner, Drehbuchautor und Regisseur. Im Herbst 2013 begann der Dreh zu seinem bisher aktuellsten Film German Angst. Dieser Film hat im Januar 2015 Premiere. Ich habe mir im Vorfeld den Trailer angeguckt und ich weiß auch, warum der Film erst ab 18 freigegeben ist. Und mehr darüber erfahrt ihr jetzt. Ja, danke schön Björn und auch danke an euch, dass ihr hier beide erschienen seid. Ja, bei uns in der Sendung geht es heute um das Thema Angst und da haben wir uns erstmal gefragt, was ist Angst? Es ist oft, dass man über was redet und natürlich weiß man eigentlich, was es bedeutet, aber wir wüssten jetzt gar nicht, wie wir Angst definieren sollen. Was sagt ihr, Herr Ströhle? Angst ist eine Emotion, eine Reaktion, die auf körperlicher, auf physiologischer, auf psychologischer Ebene sich ausdrückt, ist verbunden, da es eine Reaktion auf eine potenzielle Bedrohung ist, mit einer Mobilmachung von Reserven, von Energiereserven, sowohl physiologisch wie auch psychologisch. Das heißt, wenn ich auf einen potenziell bedrohlichen Stimulus oder Situation eine Angstreaktion erlebe, kommt es zunächst mal zu einer Beschleunigung von Puls, kommt es zu einem vermehrten Schwitzen, zu einem tieferen Atmen, zu einer Bereitstellung von Energiereserven auf eine potenzielle Bedrohung. Also du meinst, also Angst ist sozusagen halt eine negative Emotion und nicht? Nee, ist eine physiologische Reaktion, eine ganz normale, natürliche Reaktion auf eine mögliche Bedrohung. Wenn wir das nicht hätten, dann würden wir uns ständig in Gefahr begeben und wären nicht überlebensfähig. Welche Arten von Angst gibt es so? Ich meine, wir merken das ja selbst. Wir haben natürlich so ein bisschen Angst, wenn wir vor der Kamera stehen. Vielleicht ist es eine ganz, ganz andere Angst, als wenn wir auf einem Zahnarztstuhl sitzen. Na, das ist individuell auch ganz, ganz verschieden. Für den einen ist der Zahnarztstuhl was Bedrohliches, für den anderen ist es das Bungee-Jumping oder einen Vortrag halten. Also es ist individuell ganz verschieden. Prinzipiell ist es wirklich so, dass abgesehen mal von wirklich Angsterkrankungen, normale, gesunde Angst ist einfach eine gesunde Reaktion auf eine, die mich warnt, Dinge nicht zu machen, die potenziell gefährlich wären. Wenn ich vor einer Felsmauer stehe und nicht klettern kann und Angst verspüre und nicht hochgehe, dann macht es Sinn. Ein Kletterer dahingegen, für den ist es ein gewisser Nervenkitzel, aber der erlebt nicht Angst, sondern der weiß, er ist der Situation gewachsen. Er ist der Situation gewachsen und braucht in der Situation keine Angstreaktion zu haben, während er möglicherweise anderen Situationen nicht wirklich gewachsen ist und da eher eine Angstreaktion hat. Also habe ich das richtig verstanden, dass Angst mehr eine Reaktion ist als eine Emotion? Hat auch Emotionen, hat auch eine gefühlsmäßige Komponente, aber wir müssen wirklich unterscheiden, was ist eine normale, gesunde Angst und was ist eine übersteigerte Angst bis zu Angsterkrankungen, die wirklich eine schwere Beeinträchtigung für den Betroffenen zur Folge haben kann. Okay. Das muss man ja vielleicht ein bisschen unterscheiden. Sie sind ja jetzt Doktor und Sie zeichnen ja, machen Horrorfilme. Was hätten Sie das genauso definiert oder was ist für Sie? Ja, also ich finde das eine ganz gute Definition. Ich glaube, dass Angst einfach eine Emotion ist, die man im Kontext sehen muss. Also Angst kann
lustvoll empfunden werden, indem man eben in den Horrorfilm geht, also eine sichere Umgebung hat und dann Angstsituationen ausleben kann, die andere, die im wirklichen Leben lebensbedrohlich werden. Aber man weiß, es kann einem nichts passieren, es ist alles Fiktion und deswegen ist es eine lustvolle Art, Angst zu erleben. Dann kann es eine sinnvolle Art sein, eine sinnvolle Hilfe im Leben sein, indem man einfach Gefahren meidet. Und es kann sich ins Gegenteil verkehren, indem es sich diese Emotionen an Dingen festmacht, die eigentlich nicht bedrohlich sind. Und dann kann das zu einer Obsession werden und zu so einer, zu einer Sache, unter der man permanent leidet. Und als Horrorregisseur beschäftigt man sich eigentlich mit allen Arten der Angst. Also man arbeitet eben in dieser gesicherten Umgebung. Also man bietet den Leuten die lustvolle Angsterfahrung an. Aber in den Geschichten, mit denen man arbeitet, da geht es sehr oft um diese obsessiven Ängste und so. Und reale Ängste wie Angst vor dem Tod, Angst vor dem Umgebrachtwerden oder Angst vor dem Unbekannten. Haben Sie vielleicht so ein paar Beispiele, wie Sie das jetzt, ich meine, Sie haben ja jetzt auch mit einem Film rausgebracht, wie Sie das da genutzt haben, diese Angst vor bestimmten Dingen? Ja, also dieser Film German Angst ist ja ein Episodenfilm mit 3 Episoden. Meine ist die letzte und die heißt All Raune. Ich habe mich darin bezogen auf den Mythos der All Raunenpflanze. Das ist ein alter Mythos aus dem Mittelalter. Also die All Raune ist eine Pflanze, die der Mann sexuell stimulierende Eigenschaften nachgesagt hat, die allerdings auch die Form eines Menschen hat, also eine menschliche, knorrige Form. Kann man ja vielleicht aus Harry Potter kommt das, glaube ich. Ja, genau. Ja, eben, das auch was dran. Deswegen hat man diese Pflanze mit Tod und Sexualität in Verbindung gebracht. Und ich habe das modernisiert. Ich habe die Geschichte erzählt von einem jungen Mann, der eine Frau kennenlernt, die ihn in so eine Geheimgesellschaft von wohlhabenden älteren Menschen einführt, in der diese Alraune als Mittel genutzt wird, um die sexuellen Fantasien, die man so hat, real werden zu lassen. Ist erstmal eine ganz tolle Sache für ihn. Also er wird da Mitglied von dieser Gruppe und erlebt wirklich tollen Sex mit imaginären Wesen. Aber das Ganze hat schlimme Nebenwirkungen, weil man wird nämlich absolut abhängig davon und kann mit keinem realen Menschen mehr Sex haben. Wenn man das macht, dann kommen diese dämonischen Fantasien, werden dann real und sorgen dafür, dass man der Allraune für immer verfallen bleibt. Also das ist die Geschichte meiner Geschichte. Also es ist ganz klar, da geht es um sexuelle Ängste erstmal, also um unbewusste Ängste, die aber dann irgendwann auch real werden, zu realen lebensbedrohlichen Wesen. Also das deckt eine ganze Facette von Ängsten ab. Aber es ist gemacht wie ein Märchen und nicht hundertprozentig realistisch. Ist zwar in unserem modernen Berlin angesiedelt, aber es hat trotzdem so eine Atmosphäre des Märchens und des Traums und sowas. Also ich biete da schon dem Zuschauer an, sich dem hingeben zu können, ohne ein schlechtes Gewissen. Ja, genau. Also Sie meinten ja eben schon, das ist ja nicht real. Haben Sie vielleicht noch andere Erklärungen dafür, warum wir Menschen uns gern gruseln? Warum wir uns solche Filme anschauen? Vielleicht auch eine Frage an Sie beide. Naja, ich denke, die Wurzel des Horrorfilms oder die DNA des Horrorfilms geht zurück bis in die Steinzeit. Also der Erzähler am Lagerfeuer, der damals Geschichten erzählt hat von dem riesigen Säbelzahntiger oder dem riesigen Elefanten oder sowas, also der eben Gefahren, die Leute wirklich aus ihrem Leben kannten, überhöht hat, mystisch überhöht hat und Heldengeschichten damit erzählt hat. Also da wurden da halt Geschichten erzählt von dann dem Helden, der sich dem großen, schrecklichen Tiger gestellt hat und überlebt hat oder so. Und den Leuten wurden dann quasi pädagogische Hilfen an die Hand gegeben, mit den Ängsten umzugehen. Das Gleiche in Märchen, wenn man sich die klassischen Märchen anguckt, die sehr blutig sind. Also
die mich als Kind echt gegruselt haben. Ich hatte wirklich Angst vor Mädchen. Ja, ja. Aber das ist auch beabsichtigt, glaube ich. Das sind so mystische Geschichten, die die Kinder eben in einem sicheren, in einer sicheren Umgebung konsumieren oder erfahren können, mit denen sie sich auf das Leben vorbereiten. Meistens hat es dann auch immer eine moralische Wirkung. Also auch meine Geschichte mit dieser Alraune, die hat natürlich so eine zweite Ebene, wo es eigentlich um die Konsumgesellschaft geht. Also die Abhängigkeit von Handys, die einen sofort immer beschenken mit kleinen Kicks. Und wenn man halt so seine Fantasien und seine Bedürfnisse sofort immer befriedigt bekommt, dann kreiert man Monster. Das ist so die Moral der Geschichte gewesen. Haben Sie vielleicht eine Erklärung dafür, also was vielleicht in unserem Kopf so vor sich geht, wenn wir uns gruseln und warum manche Leute, zum Beispiel auch ich liebe Horrorfilme, schaue das extrem gerne, warum man das auch vielleicht als angenehm empfindet? Naja, es kommt schon zu einer vermehrten Aktivierung des Körpers, zu einer vermehrten Adrenalinfreisetzung. Man ist wacher, man ist schrecksamer, man ist aufmerksamer, ist immer auf dem Sprung, es könnte gleich was passieren. Und irgendwann kommt dann der Abfall der Erregung, wenn dann irgendwas passiert ist, wenn die Gefahr überstanden ist. Das sind einfach physiologische Reaktionen, die einen so ein bisschen auch wie manche stimulierende Drogen, wo es einfach zu einer vermehrten Wachheit und einer vermehrten Empfindlichkeit kommt. Und das wird von, und da sind Menschen aber auch unterschiedlich. Es wird von manchen Menschen als sehr angenehm erlebt, aber andere sind eher zurückhaltend und empfinden es eher als bedrohlich, haben unter Umständen diesen sicheren Ort nicht so sehr und vermeiden diese Dinge. Was gar nicht irgendwie vermeiden klingt jetzt schon so negativ, was nicht negativ ist, da gibt es einfach unterschiedliche Bedürfnisse, die die Menschen haben. Ich finde es ganz interessant, meine Frau zum Beispiel, die kann sich eigentlich überhaupt keine Horrorfilme angucken. Also sie kann meine Filme kann sie sehen, weil sie weiß halt, wie die entstehen und so, aber sonst kann sie sich absolut keine Horrorfilme angucken. Aber sie träumt von schrecklichen Dingen nachts, also sie hat schlimme Albträume. Ich träume von, eigentlich, ich habe nie Albträume. Ich träume von. Geht mir auch so. Ich spreche mit dem Elefanten vom Fenster oder so und dann meint meine Frau, also wenn ich deine Träume hätte. Ja, also wirklich, die Träume, das ist auch eine ganz lustige Geschichte. Meine Mutter träumt, dass ihr ein Handtuch runtergefallen ist. Wirklich so völlig absurde Dinge. Ja. Aber mir ist es schon anders. Ich habe schon mal Albträume, aber ich gucke auch ab und zu Horrorfilme, einfach weil ich das irgendwie faszinierend finde, dass diese Filme es schaffen, bei mir eine Gänsehaut zu erregen. Ich meine, das ist natürlich in gewisser Weise auch eine Manipulation. Durch Filmmusik und sowas wird dann halt eine Gänsehaut geschaffen. Das finde ich einfach total faszinierend, dass das einfach funktioniert. Und dann lasse ich mich da auch gerne mal mitreißen. Ja. Ja. Björn hat jetzt noch eine interessante Frage, sehr aktuell. Zu melden. Existiert auch noch. Ja, ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass die Medien uns eigentlich mit unseren Ängsten stark konfrontieren. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Terroranschläge aus Frankreich nehmen, die Medien haben nur negative Dinge berichtet und also natürlich, es gibt auch keine positiven Dinge, aber die haben es sehr, sehr hochgespitzt und haben gesagt, dass man dann halt auch selber richtig doll Angst hatte davor. Inwiefern manipulierten denn die Medien uns? Also ich habe da eine Theorie von Peter Sloterdijk zu referieren. Ich weiß nicht, ob ich das so ganz zusammenbekomme, aber Sloterdijk sagt, er ist ein deutscher Philosoph, der sagt, dass in einer Gesellschaft, in der so die Bindungskräfte auseinandergehen, also die Familie, die Traditionen und so weiter und so fort, also die Dinge, die früher so die Gesellschaft zusammengehalten haben, die gehen jetzt eher auseinander, auch durch die Globalisierung und durch die digitalen Medien. Und was aber eine starke Bindungskraft der Gesellschaft ist, ist die gemeinsame Erregung. Das heißt, dass Medien weniger als Nachrichtenmedien funktionieren, sondern mehr als Erregungsgeneratoren. Also dass uns täglich bis zu 50 Erregungsvorschläge unterbreitet werden, von denen manche verworfen werden, aber auf manche einigt man sich. Also Terroranschlag ist keine Frage, da schwingt die ganze Nation oder die ganze Europa, die ganze Welt eigentlich schwingt in der gleichen Emotion dann. Und ich glaube, dass die Medien, die ja abhängig davon sind, von Klickzahlen, von
davon, von möglichst vielen Menschen gesehen zu werden, einfach darauf reagieren müssen. Also dass sie auf dieses Bedürfnis nach Erregung dann einfach reagieren und so ein Großkörper von Menschen synchron schwingen lassen, gewissermaßen. Klingt ein bisschen abstrakt, aber man muss sich das einfach nur vorstellen, jetzt als Trump zum Beispiel gewählt worden ist, konnte man auf die Straße gehen und jeder hat darüber geredet. Jeder war irgendwie erregt, empört, ja. Und da konnte sich niemand davon ausnehmen. Aber es hat auch so ein gemeinschaftliches Gefühl generiert. Ich denke mal, dass es ein ganz wichtiges Element ist, warum Medien das machen. Dass es kein böser Wille ist, sondern dass es einfach einen Markt bedient oder ein Bedürfnis bedient. Ja, ich glaube gar nicht nur, dass Medien auf Bedürfnisse reagieren, das wahrscheinlich auch, also das auf jeden Fall. Aber ich glaube, teilweise können die Medien die Bedürfnisse auch so ein bisschen steuern. Wenn man zum Beispiel an den Absturz der German-Wings-Maschine denkt, da haben sie sogar geschrieben, ja, da war eine Schulklasse bei. Klar, das gehört auch zur Informationsvermittlung, denn es ist wichtig zu sagen, dass da eine ganze Schulklasse ums Leben gekommen ist. Mhm. Aber trotzdem, wenn ich als Schülerin das höre, denke ich mir, ja, das hätte auch ich sein können auf dem Austausch nach Frankreich. Ich bin ein paar Wochen später nämlich auch nach Barcelona über die Alpen geflogen. Mhm. Und gerade wenn sowas erwähnt wird oder zum Beispiel, wenn irgendein Anschlag in einem anderen Land passiert, und dann steht in der deutschen Zeitung, ja, zwei Deutsche unter den Opfern, denke ich mir, hätte ich auch sein können. Absolut, ja. Dadurch wird das, glaube ich, auch manipuliert. Es ist die Frage, wie die Medien das besser machen könnten, ob es was bringen würde, wenn sie mehr neutral berichten würden. Aber andererseits ist uns dann auch aufgefallen, dass zum Beispiel, wenn man genau die Gefahren weiß, dass man doch eigentlich noch mehr Angst hat. Also der Vorschlag von Sloterdijk war, wenn jetzt bestimmte Mächte dieses Bedürfnis nach Erregung so sehr funktionalisieren, wie es zum Beispiel die Terroristen machen, also die IS, die perfekt ist in Medienarbeit und so. Oh ja. Und die wirklich ja, davon leben, dass möglichst jeder, die ganze Welt sich synchron über diese Anschläge erregt, dann sollte man überlegen, ob man, es ist eine utopische Vorstellung, es wird nicht passieren, aber man sollte überlegen, ob man es einfach nicht macht, ob man eben nicht dann versucht, so aktuell wie möglich auf jeden Terroranschlag zu reagieren in den Medien. Es ist schwierig in einer Gesellschaft, die danach giert, nach absoluter, soforter Versorgung mit diesen Nachrichten, aber früher bei Terroranschlägen, also als noch die RAF eben Terroranschläge gemacht hat, da gab es dann immer Nachrichtensperren danach. Das heißt, dieses Kalkül, also wir bringen jetzt jemanden um und wollen damit jetzt eine Botschaft verbreiten oder eine Angst verbreiten, das hat nicht unbedingt gleich so funktioniert, weil diese Kommuniqués erstmal unter Verschluss gehalten worden sind und so. Heutzutage ist es so, sobald ein Terroranschlag passiert, tauchen 5 Kommuniqués auf, die möglicherweise gar nicht mal richtig sind, sondern wo dann irgendwelche Leute versucht haben, davon zu profitieren. So. Ja, das ist vielleicht auch übertrieben, aber ich glaube, wenn die Presse anfängt, was zu verschweigen, dann ist man doch wieder auf dem falschen Weg. Ich sage ja, es ist eine utopische Vorstellung. Das ist eine schwierige Entscheidung, auf jeden Fall. Ja. Wie sehen Sie das denn mit dem Einfluss der Medien? Ich weiß nicht, ob die sich wirklich so sehr verändert haben. Und da wir es nicht verhindern können, die vielen Informationen, wir können etwas ausfiltern, aber wir können nicht vermeiden, dass wir den schnellen Informationsfluss heutzutage haben. Da geht es, denke ich, wirklich darum, den Umgang mit der Angst zu beeinflussen und zu versuchen, wirklich eine konkrete Vorstellung von der potenziellen Bedrohung auch zu bekommen und sich nicht in Anführungszeichen aufscheuchen lassen und die Bedrohung, die möglicherweise in dem einen Land sehr groß ist, dann übertragen und für sich selber für wahrzuhalten, sondern wirklich versuchen, zu einer realistischen Risikoeinschätzung auch zu kommen und zu einem vernünftigen Umgang mit Bedrohung und auch mit Angst. Sie hatten die RAF-Zeiten angesprochen. Ich erinnere mich auch noch an die Zeit, als ich ein Kind war
Und ich muss gestehen, ich war damals schon sehr, sehr beängstigt, was da alles passiert und was noch alles passieren kann. Mhm. Also ich denke, der Umgang mit der Angst ist wirklich das A und O, was wir lernen müssen und wo wir wirklich auch schauen müssen, welche Bedrohungen wir, ohne nachzudenken, im Alltag auch zum Beispiel, wenn wir Auto fahren, wenn wir irgendwelche anderen Dinge machen, eingehen und wo wir uns keine Gedanken drüber machen. Wir müssen es wirklich versuchen zu relativieren und da zu einer vernünftigen Einschätzung kommen. Jetzt hatten Sie ja schon gerade das Thema Kindheit. Es prägt einen ja auch sehr, was man erlebt. Wie entstehen Ängste denn überhaupt? Also Ängste können sich natürlich auch entwickeln, zum Beispiel nach einer unangenehmen, schlimmen Erfahrung, die ich gemacht habe mit Menschen oder mit bestimmten Situationen oder auch mit Tieren, kann es sein, dass ich aufgrund dieser unangenehmen Erfahrung eine Angst einer bestimmten Situation oder einem bestimmten Objekt gegenüber entwickle. Die Angstreaktion entwickelt sich jedes Mal, wenn ich mit der Situation konfrontiert werde. Und wenn ich dann beginne, die Situation zu vermeiden, dann kann es schon dazu kommen, dass ich wirklich mich einschränke im Alltag und wirklich eine Angstreaktion gelernt habe, die übersteigert ist. Was gibt es denn da so für übersteigerte Angstreaktionen? Also wo ist so die Grenze zwischen noch normaler, rationaler Angst und dann Psychose, sage ich jetzt mal? Psychose ist nochmal eine ganz andere Art von psychischer Erkrankung. Aber vielleicht sowas verläuft da so die Grenze. Genau. Wir reden jetzt eher im Bereich, sind jetzt eher in dem Bereich von Phobien, von phobischen Angstreaktionen. Klassisch sind diese Höhenphobien, Tierphobien oder andere Dinge. Und die Grenze zwischen gesund und Krankheit verläuft für uns in der Medizin, in der Psychiatrie immer da, wo ein Mensch durch Symptome hat und gleichzeitig aber durch die Symptome auch beeinträchtigt ist, im Alltag die Dinge zu machen, die er eigentlich machen möchte. Also wenn ich eine Phobie vor einem ganz seltenen Tier habe, was ich in Deutschland vielleicht in zwei Zoos finden würde, dann bin ich dadurch nicht wirklich beeinträchtigt. Wenn ich eine Taubenphobie habe zum Beispiel und jedes Mal eine ausgeprägte Angstreaktion habe, dann werde ich in Berlin nicht glücklich. Also das ist wirklich die Grenze. Wenn die Beeinträchtigung so stark ausgeprägt ist, dass ich im Alltag beeinträchtigt bin und Dinge nicht machen kann, die ich eigentlich machen möchte. Also wenn wir Angst vor Hunden haben, aber dann trotzdem die Freundin besuchen, dann ist es doch noch eine Angst, die nicht problematisch ist sozusagen. Genau. Wenn ich jetzt aber anfange, die Freundin zu zwingen, dass sie zu mir kommt, weil sie den Hund hat, dann... Kann es der Anfang sein, sollte häufig nicht wirklich so ein Problem sein. Hundephobien sind jetzt nicht ganz so häufig wie andere Phobien, aber das ist ein gutes Beispiel dafür, genau. Mhm. Was haben Sie denn vielleicht für Tipps, um solche Ängste, vielleicht auch nicht mal so was Schlimmes wie halt eben die Angst vor einem kleinen Hund oder was haben Sie für Tipps, um was dagegen zu tun? Naja, ich hatte schon gesagt, dass so eine Angstreaktion gelernt wird. Mhm. Und wenn ich beginne, Dinge zu vermeiden, die mit der Situation oder mit dem Objekt zu tun hat, dann kann es zu einer immer stärkeren Angstreaktion kommen, wenn ich dann trotzdem wieder mal damit konfrontiert wird. Das heißt, eigentlich ist der natürliche Impuls, so etwas Unangenehmes wie Angst, wenn es im Alltag auftritt und wenn es auch, wenn man nicht recht weiß, wo es kommt oder das nicht richtig einordnen kann, das zu vermeiden, ist ungesund, weil es zu einer Aufrechterhaltung der Angst, der übersteigerten Angst führen kann. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel, wir haben jetzt das Thema Angst vor dem Hund, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Milena unterwegs bin und wir laufen an einem Hund wir stehen vor einem Hund und Milena hat totale Angst und ich stehe so als Freundin daneben, was könnte ich denn zum Beispiel tun? Ihr Sicherheit vermitteln, vielleicht, wenn es so ist, sollte es so sein. Ihr vermitteln, ja, den Hund kenne ich, der ist total nett, da brauchst du keine Gedanken machen. Wir können da jetzt gemeinsam dran vorbeigehen, da wird nichts passieren. Wenn du möchtest, können wir auch hingehen und ich zeige dir, der lässt sich nett streicheln. Also so kann man auch versuchen, wenn Milena das wirklich haben wollte, dahin zu gehen, dann könnte man sie drin unterstützen. Wenn sie es nicht möchte, dann lässt man sie erstmal dabei und versucht, dass aus der Situation jetzt nicht allzu viel Negatives sich entwickelt. Also wäre das dann sinnvoller, als die Straßenseite zu wechseln, denn damit würde man der Angst ja aus dem Weg gehen. Damit würde man der Angst aus dem Weg gehen, auf der anderen Seite aber zu einer Verstärkung und zu einer Verfestigung der Angst, der übersteigerten Angst.
wenn das wirklich ein gefährlicher Hund ist, dann ist meine Angstreaktion unter Umständen wirklich auch korrekt. Aber wenn es wirklich ein, man weiß es, dass es ein netter Hund ist. Naja, der weiß, er hat auch spitze Zähne. Ja, das stimmt. Mhm. Es gibt Menschen, die verhalten sich kontraphobisch. Also gerade, wenn man so mit Schauspielern arbeitet, viele Schauspieler, die jetzt wirklich erfolgreich sind und die richtig toll also aus sich rausgehen können und sowas, die waren eigentlich früher Menschen, die Angst vor Nähe hatten und Angst davor hatten, sich zu zeigen so in der Öffentlichkeit. Und die sind dann zu Schauspielerkursen gegangen und haben das dann da gelernt, gerade das zu machen, wovor sie am meisten Angst hatten. Und aus denen sind dann eben wesentlich freiere Charaktere geworden. Und ich habe das selber auch gemacht als Regisseur, weil als Regisseur ist man eigentlich immer hinter der Kamera, eigentlich versteckt vor der Öffentlichkeit und so. Und wenn man jetzt mit Schauspielern arbeiten will, dann lernt man am besten, wie die funktionieren. Und deswegen habe ich auch solche Kurse gemacht, in denen man dann 3 Wochen lang permanent immer nur die Sachen gemacht hat, vor denen man am meisten Angst hatte. So eine Art Konzentrationstherapie. Jetzt haben wir ganz viel über die Theorie geredet. Mich würde jetzt aber mal interessieren, wovor ihr Angst habt. Also du machst das beruflich, du gehst jeden Tag mit Angst um. Hast du selber überhaupt noch vor irgendwas Angst? Naja, so Dinge im Alltag, die angesprochen wurden, wie Terror oder andere wirklich potenzielle Bedrohungen, die lassen mich natürlich nicht kalt. Und wenn ich in eine Situation komme, ich habe vorhin den Berg erwähnt, wenn ich in einer Situation bin, wo ich weiß, ich bin überfordert oder ich werde den Anforderungen nicht gerecht, dann habe ich natürlich auch noch eine Angstreaktion. Das ist eine wirklich ganz normale Reaktion, die bei jedem auftritt. Und kontraphobisches Verhalten ist sinnvoll, aber die Angst zu ignorieren kann auch lebensgefährlich sein. Du gehst ganz viel mit Angst um. Du spielst eigentlich quasi mit ihr. Ich habe so ganz langweilige Ängste, wie zum Beispiel vor Spinnen. Ich habe eine Spinnenphobie und ansonsten habe ich einfach so Angst vor Krankheiten. Also mehr kann ich da leider nicht anbieten. Also Angst vorm Dunkeln eher nicht, weil ich eben mit diesen, ich hatte als Kind Angst vorm Dunkeln. Wenn ich alleine in den Keller gehen musste, um eine Flasche Orangensaft zu holen aus dem Lager, das war echt eine Hölle so. Also da stand dieser dunkle Schlund des Kellers vor mir und ich musste da ganz schnell durch und habe schon von links und rechts überall Bewegungen gesehen und hatte Angst vor den Spinnen, die nach mir greifen und so. Und bin dann wirklich, es war jedes Mal eine absolute Hölle. Aber diese Erfahrung, die habe ich verarbeitet, indem ich eben mit genau diesen Situationen in meinen Filmen arbeite. Also ich kann deswegen Filme machen, die vielleicht anderen Menschen Angst machen, weil ich authentisch in meine Erfahrungen graben kann und davon zehren kann. Und vielleicht deswegen habe ich nicht so viele Ängste vor der Dunkelheit und so. Also es gibt ja, wenn man jetzt so sich beschäftigt mit dem Geschichten erzählen, mit Gruselgeschichten und so, dann gibt es 2 Hauptängste. Die eine Angst ist die Angst vor dem Unbekannten und die zweite Angst ist die Angst vor dem Abnormen. Die Angst vor dem Unbekannten ist klar, also wir fürchten das, was wir nicht einordnen können in unser Erfahrungssystem. Das sind dann so die Geschichten mit Angst vor dem Monster, was aus dem Meer kommt, der weiße Hai und so Geschichten. Und die andere Sache, die Angst vor dem Abnormen, ist, dass Dinge, die uns bekannt sind, sich plötzlich anders verhalten, als wir gewohnt sind. Dass unsere Freundin zum Beispiel sich total anders verhält, als wir es von ihr kennen. Dass sich unser Körper irgendwie verändert oder so. Also die Angst vor dem Abnormen, das ist eine etwas erwachsenere Angst als die Angst vor dem Unbekannten. Die Angst vor dem Unbekannten ist so eine kindliche Angst. Und als Regisseur von Horrorfilmen muss man mit diesen beiden
Ängsten. Mit Horrorfilmen haben wir uns ja auch schon mal auseinandergesetzt. Ja. Also das kann man auch noch mal auf YouTube sehen. Haben wir selbst versucht, kleine Clips zu drehen. Wir geben jetzt aber noch mal wieder ab. Ja? Genau, ich möchte noch ganz kurz zusammenfassen, was wir heute so alles gelernt haben, weil halbe Stunde voller geballter Wissenskraft, dass man das mal alles noch mal kurz und knapp zusammen hat. Mhm. Und zwar haben wir zum einen gelernt, dass die Angst eine Reaktion auf physischer und psychologischer Ebene ist und dass eine ganz natürliche Warnung des Körpers ist und diese auch nicht ignoriert werden darf. Zum anderen haben wir gelernt, dass Horrorfilme eigentlich eine eher lustvolle Art sind und diese der Körper in einem gewissen Maßen auch aufnehmen kann. Dann haben wir noch gelernt, dass das Gruseln eigentlich schon aus der Urzeit kommt und wir das eigentlich schon vor ganz, ganz vielen Jahren gelernt haben, und damit umzugehen. Und wir haben noch ganz, ganz wichtig was gelernt: Wir dürfen niemals Alrone essen, weil sonst haben wir Probleme mit der Gesellschaft. Das kommt in den Mond. Genau, und dann haben wir noch gelernt, dass die Medien die Angst nur dazu nehmen, und damit beziehe ich mich dann auf das, was du schon gesagt hast, um die Gesellschaft vielleicht ein klein wenig wieder zusammenzubringen, weil sie sich eigentlich in der heutigen Gesellschaft wieder auseinanderlebt. Und genau. Man sollte, um Angst zu bekämpfen, die Angst nicht vermeiden, sondern eher die Angst, die Konfrontation suchen, damit man diese auch bekämpfen kann. Das hast du uns näher gebracht. Und wir wissen jetzt auch, dass Leute, die mit ganz viel Angst umgehen, trotzdem noch Angst haben vor Dingen, weil es das Natürlichste auf der Welt ist. Damit war es das für heute. Wir danken uns dafür, dass ihr zugehört habt und zugeschaut habt. Und wir melden uns im nächsten Monat wieder. No, no, no.